Eigentlich ist es hier voll cool, aber man musste echt mal wieder die Sachen reparieren. Ja, und ein paar neue Rampen werden auch ganz cool. Hey, habt ihr Bock, eine Runde zu fahren? Es gibt so viele coole Geräte. Wo wollen wir eigentlich als erstes hin? Vielleicht zum roten Karussell? Aber das war doch letztens eh kaputt. Wir können es ja probieren. Komm. Na gut. Aachen hat viele tolle Orte für die unterschiedlichsten Menschen. Vor allem junge Menschen haben Gelegenheiten, ihre Freizeit vielseitig zu gestalten. Aber natürlich sind wir daran interessiert, unsere Stadt immer weiter zu entwickeln und zu verbessern. Egal, ob du in Aachen wohnst oder anderswo, egal wie alt du bist und auf welche Schule du gehst, das Hearing steht allen offen. Hier ist Raum für eure Themen und Ideen, die euch interessieren und bewegen. Außerdem könnt ihr euch mit anderen zusammentun, die dieselben Interessen haben, und es kann diskutiert und sich ausgetauscht werden. Beim Hearing erfährst du auch, welche Projekte und Vorhaben der Stadt für dich und deine Freunde in Zukunft interessant sein könnten. Es macht also nichts, wenn du gerade keine Ideen hast und einfach mal zum Zuhören durchkommst. Zum Abschluss könnt ihr Projektgruppen bilden, um eure Themen weiter zu bearbeiten. Jede Projektgruppe behandelt ein bestimmtes Thema. Als Projektgruppe habt ihr die Möglichkeit, nach eurem eigenen Zeitplan selbst organisiert zu arbeiten. Die Fachkräfte der Jugendarbeit unterstützen euch dabei gerne, wenn ihr wollt. Als Projektgruppe mit ausgearbeitetem Thema und Ergebnissen habt ihr das Recht, im Gemeinderat angehört zu werden und den dortigen Mitgliedern eure Idee zu erklären. Der Gemeinderat hat dann die Aufgabe zu entscheiden, ob und wie die Ergebnisse umgesetzt werden können. Aber was ist denn jetzt, wenn ich das Hearing verpasst habe? Muss ich dann monatelang warten, bis ich mitmachen kann? Nein, musst du nicht. Der Stammtisch findet regelmäßig monatlich im Jugendtreff Aachen statt. Wie das Hearing steht auch der Stammtisch allen offen. Hier kannst du in lockerer Atmosphäre quatschen und wie im Hearing deine Ideen einbringen oder gemeinsam mit anderen welche entwickeln. Der Jugendbeauftragte ist bei den Stammtischen dabei und informiert dich auch hier über Pläne und Neuigkeiten der Stadt, die dich interessieren könnten. Bei jedem Stammtisch können durch dich also neue Themen eingebracht werden und du hast immer wieder die Möglichkeit, dafür eine neue Projektgruppe zu bilden oder zu einer schon bestehenden zuzustoßen. Du hast zum Beteiligungskonzept Fragen oder Ideen? Oder beschäftigt dich gerade etwas anderes und du willst mit jemandem persönlich oder auf Wunsch auch vertraulich darüber sprechen? Dann sind diese Personen an diesen Orten für dich da.
die Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule, der Robert-Schumann-Realschule und am Gymnasium Achern. Das Team vom Jugend- und Sozialbüro im Jugendtreff und unsere Stadtverwaltung mit dem Oberbürgermeister im Rathaus Illenau. Wie du gesehen hast, gibt es viele Möglichkeiten, sich einzubringen und die Stadt Achern nach deinen Vorstellungen mitzuverändern. Du kannst dir jederzeit frei aussuchen, wo du mitmachen willst. Und denk daran, es ist dabei völlig egal, wo du wohnst, wie alt du bist oder auf welche Schule du gehst. Wenn du etwas bewegen und der Stadt deinen Stempel aufdrücken willst, dann mach mit und sei dabei. Wir sehen uns beim nächsten Hearing. Infos findest du auch auf Instagram und Facebook. Schreib uns gerne oder komm einfach mal im Jugendtreff vorbei.